Leute. Ja, ich wollte euch doch mal meine Carrera-Bahn zeigen. Einige haben mich hier schon angeschrieben und sie wollen unbedingt meine Carrera-Bahn sehen. Ich muss dazu sagen, ihr habt nicht viel zu erwarten hier bei diesem Video, weil die Carrera-Bahn eigentlich noch so im Grundbau ist. Ich habe sie jetzt hier auch nur in meinem Nerdzimmer auf dem Boden aufgebaut. Also noch nichts Besonderes. Bis jetzt habe ich dazu 7 gerade Schienen noch dazu gekauft. Und ich habe die Carrera-Bahn hier noch so mit einer Kurve etwas breiter gemacht, damit ich vielleicht irgendwann auch die großen Autos da drauf fahren kann. Bis jetzt habe ich erst nur eins. Und ja, hier haben wir jetzt eine Kurve. Die ist relativ groß. Und jede Menge gerade, jede Menge. Da haben wir dann noch diese Weiche da drin, wo man dann die Spur wechseln kann. Aber die kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr die Digitalbahn habt. Ich weiß gar nicht, ob bei der Evolution auch so eine Weiche gab, aber ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, der digital vorenthalten. Ja, dann geht es hier mit jede Menge gerade noch weiter. Ja, weiter, weiter. Und dann habe ich hier noch eine Kurve. Wie gesagt, ich habe sie etwas anders aufgebaut, wie jetzt auf dem Paket war, da ich auch halt schon ein paar gerade dazu gekauft habe. Hier haben wir noch so ein bisschen Leitplanke. Ja, da scheuern die Autos manchmal dran. Da sieht man auch schon ein paar schwarze Streifen da hinten. Aber ihr kennt das, da bleibt immer jede Menge Lack dran hängen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber meistens ist es so. Ja, und dann geht das hier weiter mit so einer Kurve. Und hier kommt dann auch wieder gerade, eigentlich relativ schlicht. Ich kann es dir nochmal vom Weiten zeigen. Ja, so sieht die ganze Sache dann aus, wenn man die mal jetzt komplett sieht. Also nichts Besonderes. Sie ist jetzt, glaube ich, so etwas über 8 Meter, die Bahn. Ab und zu baue ich die mal um und manchmal kommt auch ein Kollege hin. Der hat sich auch eine Bahn gekauft und da wollen wir uns mal am Wochenende treffen und beide Bahnen zusammenbauen. Er hat auch noch mal so 8 Meter. Was ich jetzt noch nicht genau weiß, ob das dann funktioniert wegen der Stromversorgung. Vielleicht weiß das einer oder muss man da schon mehr verkabeln? Keine Ahnung. Ja, und dann haben wir hier noch die Autos, die ich so besitze. Außer hier das erste, das habt ihr schon Review gesehen, ist aber vom Kollegen. Die bringen ihre Autos auch immer mit und die wollen hier gerne immer reviewen auf meinem Kanal. Können sie gerne machen, ihr habt ja auch was davon. Ja, das hier ist so mein, ja, ich sag mal, mein Veteran, seht ihr schon, der hat hier einige Macken schon. Da hatte ich auch die Felgen mal nachgemalt. Auf der anderen Seite fehlt ein Fenster. Auf jeden Fall mit dem fahre ich am meisten. Der ist auch schon ein bisschen mit angeschliffenen Reifen und ich habe hier die alten Hinterreifen nach vorne gemacht. Dadurch ist er etwas breiter. Ich habe so das Gefühl, er fährt dann besser, aber andere schwören ja drauf, vorne wenig Kontakt zu haben. Aber den Grund so genau weiß ich noch nicht. Dann haben wir hier die zwei Autos, die dabei waren. Ich bin kein Formel-1-Fan, aber ja gut, waren halt dabei, ja, wo ich dieses Blau von denen hier schon ganz gut finde. Aber wie gesagt, die kennt ihr alle aus meinem Review. Hier den Alpha habt ihr noch nicht gesehen, aber da kommt noch ein Einzelreview. Den habe ich zusammen mit den Gazoo reviewed und diese zwei Autos kennt ihr auch noch nicht. Der ist hier übrigens 1 zu 24 und der hier ist so ein, der kommt ja aus Amerika, ist ja nicht so für den deutschen Markt, sondern für den amerikanischen. Der hat vorne kein Licht, aber dafür hat man ihn dann hinten auch nochmal Licht verpasst. Ja, dann haben wir hier halt dieses Kontrollteil. Ja, und das war's eigentlich. Mehr kann ich euch da an Bahn noch nicht bieten. Wie gesagt, ich habe mir die eigentlich nur so gekauft. Wenn ich mal eine Runde fahren möchte, kann ich das hier in meinem Zimmer tun. Ich habe sonst keine Möglichkeit, die anders aufzustellen. Ich hatte früher einen guten Kellerraum, da ging das ganz gut, aber den habe ich leider nicht mehr. Und sonst muss halt das Wohnzimmer hinhalten, wenn der Kumpel kommt. Und dann haben wir so 16 Meter und da macht man das mal am Wochenende. Ansonsten fahre ich in so einer Clubbahn. Da sind zwei, die sind 30 Meter, auch sechsspurig und achtspurig. Und eine ist sogar 40 Meter. Und da fahre ich dann meistens mit den Kollegen. Ist auch nicht allzu teuer. Ist eine super Bahn da und sind auch mal nette Leute da. Da fahren wir ganz gern hin. Ja, das wollte ich euch jetzt nur mal kurz zeigen. Wie gesagt, zeige ich die noch mal im Ganzen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Review von den Autos oder wenn ihr Bock habt, was anderes auf meinem Kanal zu sehen, schaut einfach mal rein. Ich sag da mal, bis denn, ciao.